Übung für den Kriseneinsatz, wie Pioniere die Kampftruppe unterstützen. Eine Patrouille überwacht die Grenze eines krisengeschüttelten Landes. Sie verläuft inmitten des Flusses. Eine multinationale Eingreiftruppe soll zur Schlichtung zwischen den verfeindeten Parteien in die Konfliktzone am anderen Ufer verlegt werden. Soeben erhält sie den Einsatzbefehl. Aufklärungskräfte der Pioniere und der Kampftruppen beobachten, ob beim Übersetzen mit Gegenwehr zu rechnen ist. Doch das ist nicht das einzige Problem. Sämtliche Brücken wurden gesprengt, die Zugangswege zum Flussufer sind verbarrikadiert. Das Übungsszenario für das schwere Pionierbataillon 130 beginnt. Mit Trennschneidern und Wurfankern gehen die Pioniere unter Feuerschutz gegen die Panzersperren vor. An dieser Stelle soll den Kampfverbänden aus Panzergrenadieren und Jägern der Anmarsch zur Donau ermöglicht werden. Die Barrikade aus drei aufgetürmten Fahrzeugen erledigt der Pionierpanzer Dax problemlos mit seinem Räumschild. Jetzt ist die Kampftruppe dran. Sie bringt ihre Schnellboote in Position. Die Soldaten müssen übersetzen, um das andere Ufer zu sichern. Mit Feindbeschuss ist angesichts der angespannten politischen Lage immer zu rechnen. Doch keine Anzeichen von Gegenwehr. Zwei Trupps lassen die Boote zu Wasser. 12 Soldaten werden gleich die Donau überqueren. Sturm- und Maschinengewehre sind die einzige Bewaffnung, die der Erkundungstrupp zur Bildung eines Brückenkopfes auf der anderen Uferseite mitführen kann. Die Spähtrupps der Aufklärer überwachen das Vorrücken der Kräfte. Sie haben ihr spezielles Beobachtungsgerät und eine Aufklärungsdrohne über dem Einsatzraum. Endlich drüben angekommen, gehen die Soldaten in Stellung. Es gibt zwar keine Gegenwehr, dafür aber weitere Barrikaden, die vor dem Übersetzen der motorisierten Verbände geräumt werden müssen. Bevor die Pioniere hier eine Schwimmbrücke aufbauen können, müssen auch mögliche Gefahren unter Wasser erkannt werden. Taucher suchen die Uferbereiche beider Seiten auf Sperren und Minen ab und sie werden rasch fündig. Der Pioniertaucher signalisiert, dass schweres Gerät zum Einsatz kommen muss. Trümmerteile der gesprengten Brücke blockieren den Uferbereich. Die Besatzung des Pionierpanzers Dax ist gefordert. Die Soldaten ziehen einen mächtigen Betonquader aus dem untiefen Wasser. Er hätte schwere Schäden an der Schwimmbrücke verursachen können. Kommando an die Brücken Pionierkompanie, der Weg ist frei. Am ebenfalls zuvor geräumten Nebenufer gehen Schwimmfahrzeuge ins Wasser. Es ist die Amphibie M3, mit der aus mehreren Fahrzeugen eine Fähre oder eine Brücke gebaut werden kann. Auf der Flussmitte docken die Pioniere die Elemente aneinander an. 8 Amphibien können eine 100 Meter lange Brücke bilden. Glück allerdings, dass hier kein gegnerisches Feuer zu erwarten ist, denn dann könnten die Soldaten die Fahrzeuge nicht einsetzen. Sie halten einem Beschuss nicht stand. In weniger als 10 Minuten und mit nur 15 Pionieren ist eine Fähre zusammengebaut. Die tonnenschweren Rad- und Kettenfahrzeuge der Panzergrenadiere können nun über den Fluss gebracht werden. Doch erstmal müssen die Steuermänner die Fähre sicher ans Ufer bringen. Im Heck steuern sie die 4 aneinander gekoppelten Amphibien. Die starke Strömung der Donau ist dabei ein natürlicher Gegner. Doch das schwere Pionierbataillon 130 aus Minden meistert die Aufgabe. Allerdings sind auch noch die Hindernisse auf dem anderen Ufer zu beseitigen. Deshalb muss der Dax zuerst übergesetzt werden. Zusammen mit einem Spähpanzer Fennec wird die Fähre beladen. Das ergibt ein Gesamtgewicht von rund 53 Tonnen. Weitere 10 Tonnen oder einen weiteren Pfennig könnten die Pioniere noch dazuladen, um die maximale Nutzlast der Fähre auszuschöpfen. Die Panzerpioniere haben das andere Ufer erreicht und beginnen sofort mit dem Räumen. Ein PKW ist schnell aus dem Weg geschoben, sodass auch der Spähtrupp seinen Erkundungsauftrag im Krisengebiet fortsetzen kann. Die Lage bleibt ruhig.
Erst jetzt werden vier weitere Amphibien am Nebenufer der anderen Seite zu Wasser gebracht. Das Ziel: aus der Fähre soll eine Brücke entstehen. Mit 20 Stundenkilometern steuern die Schwimmfahrzeuge auf die Mitte der Donau zu. Und wieder fahren die Soldaten mit ihren Kränen die Rampen aus, um sie mit den anderen Fahrzeugen zu verbinden. Die Brückenpioniere haben zwar mit der Strömung zu kämpfen, doch auch sie schaffen es, die Amphibien innerhalb kurzer Zeit aneinander zu koppeln. Die zweite Fähre kann sich auf den Weg machen. Rund 100 Meter stromaufwärts trifft sie auf die erste Fähre, die bereits am Ufer festgemacht hat. Für das Andockmanöver haben die beiden Schwimmkörper wenig Platz. Es ist Zentimeterarbeit. Deshalb müssen die ankommenden Soldaten zunächst das freie Ufer erreichen, um einen Zusammenstoß mit der anderen Fähre zu verhindern. Dann kann der Zusammenschluss über die Rampen erfolgen. Die eingespielte Übung klappt. Die Kampftruppen können die Brücke zum anderen Ufer überqueren. Die Krisenmission kann beginnen.